Ja, ich sage einfach mal guten Morgen. Wir befinden uns kurz vor Remagen. Remagen, da denken viele ans Lukullische, aber Remagen heißt ein Ort hier ohne H in der Nähe von Bonn im Süden, genauer gesagt. Und was wir hier als Molke fließen sehen, ist der sogenannte Rhein mit H, der hier eine ganz gefährliche Biegung macht. Da sehen wir natürlich, hat man darauf reagiert, indem man eine Autostraße an der Küste gerade entlang hier gelegt hat. Was gibt es noch zu sagen? Fische sehen wir jetzt gerade nicht. Ist nicht so die Zeit, wo die aus dem Rhein rausspringen. Wir haben eine hübsche Kirche hier kurz vor Remagen. Scheint aber nicht gut besucht zu sein. Ja, wir sind natürlich immer noch auf unserer sagenhaften Rheintour unterwegs. Nicht weit von Remagen, also raus aus Oberwinter Richtung Bonn-Zentrum, befinden wir uns hier an einer ganz geschichtsträchtigen Stelle. Ja. Sehr viel Schiffsverkehr hier links auf der Straße. Und zwar die sogenannte Insel Nonnenwehr. Das geht noch zurück ins hohe Mittelalter und schon Konrad Adenauer sagte, dieser Ausflug auf diese Insel ist eine Nonne wert. So ist der Name dann natürlich entstanden, die Insel Nonnenwehr. Ja. Gut, ist gerade eine junge, schwangere Frau, die rüber will ins Kloster. Da wollen wir gar nicht genauer wissen, worum es da geht. Der Rhein schützt die Insel Nonnenwehr. Damit die Nonnen, also die können allesamt nicht schwimmen, da achtet man im Kloster sehr darauf, dass sie keinen Freischwimmer machen und können nicht weg. Es sei denn, der Fährmeister, den wir unten vielleicht ja, nicht sehen können, aber die Fähre zumindest, erlaubt es den Nonnen mal raus von der Insel, mal ein bisschen Stadtleben zu schnuppern. Aber wie gesagt, eigentlich wohnen die Nonnen hier unter sich. Ja, wir sind immer noch in Bonn. Liebe Zuschauer, wie ihr seht, hier vor einem Rest der Verwaltung, den es hier noch in Bonn und nicht in Berlin gibt. Wir hatten eben eine japanische Reisegruppe, die zum Bundesinstitut dafür die Reaktorsicherheit wollte. Es wird also ständig hier Bonn frequentiert. Ich komme mal ein bisschen näher. Überhaupt ist es heute ein strahlender Tag. Bonn ist ja, das darf man nicht vergessen, nie ganz aus den Herzen der Menschen rausgegangen. Das zeigt immer wieder auch der Bezug zu Bonn in vielen Redensarten und Sprüchen. Und auch in Frankreich ist Bonn unvergessen. Man denke an bekannte Aussprüche, Sprüche wie Bon Voyage oder Bonne Chance oder das sogenannte Bon Mot. Bon Prix ist eine große Klamottenkette, die auch hier in Deutschland Fuß gefasst hat mit Billigprodukten. Ja, Bonn, was kann man noch sagen? Der sogenannte Bonner Zirkel. Wir gehen hier zurück. Wir sehen hier auf der linken Seite das Geburtshaus von Konrad Adenauer. Inzwischen ist es wohl vermietet an andere Leute. Es gibt noch eine Konrad-Kammer, wo noch Reliquien des großen Politikers aufbewahrt werden. Nur erreichbar hier über die Außentreppe von den Konradschen Verwandten. Manni, meine Lieblingsfernsehserie von früher, die wurde ja auch hier gedreht. Ach, du sprichst an auf Bonanza. Ja, genau. Bonn ist überall und in den Herzen der Menschen heute.